heute bekommt ihr das letzte Video der Geschenkboxen zu sehen. Denn heute geht es mit der traditionellen Weihnachtsedition sozusagen in die letzte Phase. Dann haben wir alle Boxen in Summe mit 11 Schachteln probiert und können dann so ein finales Fazit oder Resümee sagen. Aber erstmal will ich nicht lange reden. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich aktuell an Premium-Spielzeit, an Gold und an Credits habe. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier nach dieser 11er-Reihe aussieht. Eine halbe Million Credits und 250 Gold. Das startet schon mal gut. 3 Tage Premium und 250 Gold. ...100.000 Credits und 250 Gold. Da ist ein Garagenstellplatz und 1250 Gold. Da wäre jetzt ein B2 drinnen gewesen. Das kann man deswegen sagen, weil der B2 der einzige Panzer ist, der 1250 Gold wert ist. Der T28 und der Sentinel sind beide 1200 Gold wert. Also, da haben wir schon mal einen Panzer samt Garagenstellplatz. Ja, nehmen wir mit. Nochmal ein B2 wäre da enthalten gewesen. Schreibe ich mir mal auf. Das wären zweimal der B2 bis dato. Tag Premium und 250 Gold. ...100.000 Credits, 250 Gold. Eine halbe Million und 250 Gold. 3 Tage Premium und 250. 1200 Gold. Da wäre jetzt also entweder ein T28 oder ein Sentinel drin gewesen. Wir sagen jetzt einfach mal, es wäre ein T28. Und die letzte Kiste. 3 Tage Premium und 250 Gold. So, jetzt wird es ein wenig komplizierter. Denn wir machen jetzt eins. Ich rechne mal oder ich schaue mal nach, was die B2 aktuell so in etwa gekostet hätte, beziehungsweise kosten würde. Der war ja schon mal im Premium-Laden. Da gab es den aber nicht alleine. Dann machen wir es doch einfach nur nach dem Gold, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert, das alles jetzt einzeln auszurechnen. Aber mal als Beispiel, ich habe nach der Gamescom gesehen, wie häufig der B2 auf eBay für 20 Euro verkauft worden ist. Also ist nicht ein ganz uninteressanter Panzer, aber wie gesagt, dann bleiben wir einfach beim Goldwert, weil das ist das Fairste und Ehrlichste, was man jetzt sehen kann, was man auch rausbekommen hat. Also, wir hatten davor 315 Tage, haben also 10 Tage Premium bekommen, sind jetzt bei 325 Tagen. Dann waren wir bei 80.426 Gold, sind jetzt bei 86.876 Gold. Und wir waren davor bei 13.253.000 Gold, sind jetzt bei 14.453.000. Die 10 Tage Premium, wenn wir die jetzt mal sehen. 10 Tage Premium, wenn man aktuell sich kauft, sind 1900 Gold. Wenn ich mich mal irgendwo verrechne, grob, dann könnt ihr ja selber euch nochmal das Ganze nachrechnen. 1900 Gold, dann haben wir, wie gesagt, in dem Fall gemacht, ich überschlage auch nur die Zahlen, 6450 Gold haben wir rausbekommen. Wenn wir jetzt wirklich nur die Panzer in den Goldbetrag umrechnen. Und wir haben gemacht 1,2 Millionen Credits, die wir natürlich etwas stiefmütterlicher behandeln als das reine Gold. So, das reine Gold sind zusammengerechnet 8.350 Gold. Wenn ich aktuell 8.350 Gold mir kaufen wollen würde, dann müsste man das 5500er Goldpaket nehmen. Dann sind wir da bei 20 Euro allein schon. Dann nochmal das 2500er Paket. Da sind wir nochmal bei 10. Sind wir bei 30 Euro. Und dann nehme ich mal, dann sind wir nämlich bei 8000,
Gold und dann nehmen wir noch das 500er Paket, dann sind wir bei 2,25 Euro. Das heißt, das Gold alleine sind knapp 32 Euro, die wir damit gemacht haben. Die Credits, wenn wir die jetzt umwandeln würden, wie gesagt, ich sag's immer, weil manche sagen, ja, das macht ja kein Mensch, bla bla bla, sind aber so gesehen auch nochmal 3000 Gold. Auch das sind nochmal 12 Euro. So, das heißt, wenn wir es konservativ rechnen und sagen, wir nehmen nur das Gold mit rein, dann haben wir in dem Fall aus den 20 Euro 33 Euro gemacht. Wenn wir sogar die Credits noch mit reinnehmen, dann haben wir sogar in dem Fall, ja, was sind es, 44 Euro gemacht. Knapp 45 sogar. Also in dem Fall hat sich das 20 Euro Paket hier definitiv gelohnt und ausgezahlt. Es war kein 8er Premium bei den ganzen Paketen, die ich jetzt zuletzt aufgemacht hatte. Das kann man auch nochmal sagen. Da war gar keiner mehr enthalten. Dafür jetzt bei den traditionellen, die ich jetzt gerade eben noch aufgemacht hatte, waren die meisten 4er Premium enthalten. Aber am Ende des Tages ist es ein reines Glücksspiel. Manche machen 75 Boxen auf, finden gar nichts. Manche machen 3 auf und haben da 2 8er Premium Panzer drin. Seid euch dem immer bewusst. Was ich aber am Ende des Tages sagen kann, dass ich mit keinem Paket wirklich Geld draufgelegt habe. Vielleicht einmal 1, 2 Euro, wenn ich die Credits sogar rausgerechnet lasse. Ansonsten waren die Pakete aber, wie gesagt, sehr fair. Und auch wenn keine Panzer drin waren, hat man da jetzt nicht ein riesengroßes Minusgeschäft gemacht. Für mich aktuell das Spannendste und Sinnigste, so Geld in World of Tanks zu stecken, sofern man jetzt nicht irgendwie auf was ganz Spezielles angewiesen ist. Seid euch aber immer bewusst, hier ist das ganze Glücksspiel. Ja. Damit sage ich vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Experiment hat euch gefallen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch vielleicht sogar ein Follow freuen. Bis zum nächsten Mal, dann wieder bei normalen Gameplay. Euer Alcaramba.